Man sagt ja immer, dass man die kleinen Dinge auch im Leben genießen soll oder das Schöne immer finden soll. Aber das ist in bestimmten Lebenssituationen einfach nahezu unmöglich. Und genau dieses Thema behandelt der Film Collateral Beauty, Verborgene Schönheit. Mit einem ziemlich krassen Cast, damit ihr so einen klitzekleinen Eindruck vom Film bekommt, gibt es vor der Review für euch noch den Trailer. Wir sind hier, um zu verbinden. Liebe, Zeit, Tod. Diese drei Dinge verbinden alle menschlichen Wesen auf der Erde. Wir sehnen uns nach Liebe, wir wünschen, wir hätten mehr Zeit und wir fürchten den Tod. Haben Sie ein Kind verloren, Howard? Howard ist ein brillanter, kreativer, charismatischer Mann, der das Leben geliebt hat. Inzwischen hasst er es. Ich versuche, mit ihm zu reden. Ich versuche, zu ihm durchzudringen. Er ist nicht da. Ich vermisse ihn. Er schreibt Briefe. An wen? Howard schreibt keine Briefe an Menschen. Er schreibt an Dinge. Zeit, Liebe, Tod. Kinder schreiben Briefe an den Weihnachtsmann. Das heißt nicht, sie sind verrückt? Nein, das ist therapeutisch. An wen ist dieser Brief gerichtet? Ich habe ihn an den Tod geschrieben. Es freut mich sehr. Und dir gefällt's auch, ich bin sicher. Nein. Die Leute schreiben unentwegt an das Universum. Die meisten erhalten keine persönliche Antwort. Du jedoch schon. Ich will das nicht. Ich bin die Zeit. Ich bin ein Geschenk und du vergeudest es. Sie werden mich für verrückt halten, aber ich führe Gespräche. Ich bin die Liebe. Versuch nicht ohne mich zu leben, Howard. Ich sah dich in ihren Augen, als sie Daddy zu mir sagte. Und du hast mich verraten. Ich bin der Grund für alles. Wenn du das akzeptierst, lebst du vielleicht wieder. Er wendet sich an den Kosmos und hofft auf Antworten. Es geht hier um so viel mehr, als du überhaupt verstehen kannst. Sie haben ein Geschenk erhalten. Das Geschenk einer tiefen Verbindung zu wirklich allem. Halten Sie Ausschau danach. Ich verspreche Ihnen, es ist da. Wir haben ja hier einen ziemlich namhaften Cast, der uns da zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, wir haben Will Smith, wir haben Edward Norton, Helen Mirren, Keira Knightley und eben noch ganz viele andere bekannte Gesichter. Und da geht man ja erstmal davon aus, dass die alle ihre Sache auf jeden Fall auf einem guten Level machen. Ich muss jetzt sagen, dass man das Gefühl hat, dass sie hier jetzt allesamt nicht wirklich gefordert werden. Ja, es gibt so ein paar emotionale Momente, auch zwischen Naomi Harris und Will Smith. Also die sind auch durchaus glaubwürdig und gut in Szene gesetzt und gut gespielt. Aber es liegt eben oftmals auch an diesen Kalendersprüchen, die sie oftmals von sich geben müssen. Und da hat man immer wieder das Gefühl, dass die Darsteller selber nicht sonderlich das glauben, was sie da eigentlich gerade erzählen. Dementsprechend muss ich sagen, schauspielerisch würde man jetzt hier wirklich was Famoses erwarten. Insgesamt ist das aber eher auf durchschnittlichem So-la-la-Niveau. Und du hast mich verraten! Der Film selber hat ja nur eine ziemlich warme Botschaft, beziehungsweise er möchte sie auf jeden Fall vermitteln. Leider wählt man aus meiner Sicht da völlig falsch die Bildsprache, denn die ist auch wie so ein Hochglanz-Ensemble-Film getrimmt. Und dabei geht es ja hier wirklich auch so um Kleinigkeiten, kleine Momente. Und das funktioniert dann irgendwie nicht, wenn man das Gefühl hat, man sieht eher eine Sex in the City-Folge als wirklich so ein ernstzunehmendes Drama. Dementsprechend bin ich jetzt hier, was das Handwerk betrifft, überhaupt nicht zufrieden. Auch wenn man natürlich sagen muss, die sind durchaus in der Lage, eine Kamera zu führen und schöne Einstellungen zu wählen. Aber ich finde so, der ganze Look passt überhaupt nicht zu dem, was erzählt werden soll. Und dementsprechend auch da von mir eher den Daumen Richtung runter. Das große Problem von dem Film ist aber die Story selber und eben auch, dass das Publikum vorab einen ganz anderen Film verkauft wird durch den Trailer. Der verkauft das Ganze ja so als Fantasy-Ding, aber relativ früh wird eigentlich klar, nö, hat damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist jetzt auch kein Spoiler von mir, denn es geht hier eben einfach in eine komplett andere Richtung, die der Film verkauft. Und ganz am Anfang müsste man eigentlich einblenden, basierend auf einem großen Haufen von Glückskeksen. Der Film haut wirklich nur so die Lebensweisheiten und die Phrasen auf plakativsten und wirklich dämlichsten Kalenderspruchniveau raus. Also es ist nervt einfach. Man hat echt das Gefühl, man sitzt irgendwo so beim Küchenpsychologen, der immer nur wieder sagt so, ja, du musst das tun, das macht das Leben, ist doch lebenswert. Und er interessiert sich nicht wirklich für seine Figuren. Das ist eigentlich das
größte Problem und deutet immer so Twists an. So von wegen so, wow, damit habt ihr doch nicht gerechnet. Und man sitzt aber im Kino und denkt sich so, doch, genau damit habe ich die ganze Zeit gerechnet. Und das macht der Film nonstop und verkauft sich eben selber viel krasser, als er einfach ist. Und nervt von vorne bis hinten. Für mich einer der schlechtesten Filme, die ich jetzt in den letzten Monaten gesehen habe. Und kann mir durchaus vorstellen, dass hier die ein oder andere goldene Himbeere auch in petto sein könnte. Zumindest vielleicht die ein oder andere Nominierung. Für mich ein absoluter Graus, sich diesen Film komplett im Kino anzuschauen. Auch wenn man jetzt gerade bei meinem T-Shirt sofort ausgehen könnte, der ist so ein riesen Will Smith-Fan. Ja, damals, was du gemacht hast, das war geil, deswegen trage ich dieses T-Shirt. Denn dieser Film ist wirklich komplett grässlich geworden. Schauspiel ist zwar okay, aber dieser Hochglanz-Überkitsch auf wirklich übelstem Niveau hat mir fast die Schuhe ausgezogen im Kino. Aber auch nur fast. Von mir gibt es extrem enttäuschte 2 von 10 Punkten. Eben der eine Punkt für, ja, es sieht okay aus, auch wenn es nicht passt. Und das Schauspiel ist eben jetzt keine Katastrophe. Aber ansonsten braucht so ein Film aus meiner Sicht wirklich kein Mensch. Habt ihr davon schon was gesehen oder wie schätzt ihr jetzt so diese ganze Situation ein? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt doch auch mal rein, so wann wart ihr das letzte Mal richtig entsetzt, als ihr im Kino wart. Und ansonsten empfehle ich euch noch die Flops aus dem Jahre 2016, wenn wir schon mal bei schlechten Filmen sind. Und wer nicht glaubt, dass ich auch Filme toll finden kann, dem verlinke ich noch die Tops aus dem Jahre 2016. Schaut da gerne mal vorbei und dann sehen wir uns hier bald wieder mit besseren Nachrichten in der neuen Review hier in der Film Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.